Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind in Runde 22 und mitten dabei und hatten ja mittlerweile ein sehr spannendes Match in, ja, das letzte Mal, als ich dabei war. Das auch das letzte Match war spannend natürlich. Tallinn hat tatsächlich Schäfi besiegt vor 2 Tagen. Gestern hat der Sturmhart sich gegen The Dark durchgesetzt. Das war nicht ganz so überraschend, weil ja, Sturmhart ist halt wirklich ein starker Spieler. Hatte da durch den Sieg hat Tallinn aber es geschafft, sich wieder von Sturmhart abzusetzen und den Platz 3 zu halten. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge aussehen wird. Es ist sehr spannend. Auch Geo ist nicht so weit entfernt, als dass er da nicht irgendwann noch mitmischen könnte. Nun gucken wir mal. Heute steht das Spiel an. FaceX versus Lord Freezer. Ja, FaceX. Das Spiel wurde vorher abgegeben gegen den Lord Freezer. Wir werden es also zeigen. Allerdings, da FaceX disqualifiziert wird oder disqualifiziert ist, wie ihr seht, wird dieses Spiel nicht gewertet. Aber damit ihr wisst, was zum Schauen hat, werden sämtliche Spiele, die er noch abgegeben hat oder die noch mit ihm sind und abgegeben wurden, ebenfalls mit aufgenommen und gezeigt. So ja, müsst ihr nicht quasi auf ja, Pausen warten oder ähnliches. Deswegen in den Pforten des Eisen, FaceX versus Lord Freezer, jetzt geht's los. Wunderbar. Wir sind angekommen. Es sind 1 Minute 37. Die Zeit ist nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, es gibt keine Punkte für dieses Spiel. Allerdings ja, kann man ja mal gucken, wie viele Punkte es gegeben hätte. So, wir haben auf jeden Fall FaceX mit den Menschen und wir haben auf jeden Fall ja, den Lord Freezer mit den Elben am Start. In diesem Fall wieder Lord Ösi genannt. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich etwas älter sein. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ist mir. Ja, was heißt wahrscheinlich, das ist etwas älter, weil es ja schon abgegeben war, bevor das FaceX disqualifiziert war. Okay, dumme Schlussfolgerung, aber ist okay. So, wir haben bei beiden einen Rohstoffstart gesehen und jetzt kommt hier eine Kaserne, also das Übliche. Hier tatsächlich wird auf einen erweiterten Rohstoffstart geschaut. Ich weiß nicht, ob das nicht zu nah dran ist. Es ist durchaus effektiv, die relativ nah beieinander zu bauen. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt zu nah ist. Das könnte 14. Naja, wobei, das könnte schon 23 zu 14. Es ist schon ein Unterschied, ne? Andererseits kann man dafür halt doch einige mehr hinbauen. Muss man halt, ja, muss man abwägen. Aber vielleicht gerade am Anfang hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich dann halt noch ein zweites hier hingebaut und direkt Einheiten gespawnt. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Strategie und auch ich weiß die zu Beginn des Spieles nicht. So, Schießstand und hier direkt die Kaserne, die am Bauen ist, während hier oben FaceX den ersten schon ein bisschen hochzieht. Das kennt man von ihm. Dass er vor allem vorgelagerte Basen, wenn nicht vorgelagerte Basen, dann wenigstens vorgelagerte Gehöfte baut. Ist durchaus keine schlechte Strategie, schon allein aus dem Grunde, weil man sagen muss, ja okay, ich sehe auf jeden Fall schneller, wenn der Feind mir entgegentritt. Lord Freezer ist aber eher relativ naja, defensiv. Potenziell wird er wahrscheinlich auch dieses Spiel verlieren, da er ja momentan ja Tabellenletzter ist. Nach ihm nur noch FaceX, der aber disqualifiziert wurde, sonst wäre er weiter, viel weiter vorn. Da muss man dann echt sagen, na, wird schwierig. Aber nicht unmöglich. So. Hier oben laufen stattdessen, ach Quatsch, hier oben sage ich, hier unten laufen stattdessen jetzt schon die ersten Sturmwachen durch die Gegend. Der Creepen, oder der FaceX will die Waage creepen, so wie es sein sollte. So, hier oben als Verteidigung Bogenschützen, sehr gut. Ah, und FaceX schickt sie auch direkt gegen die Bogenschützen, das würde ihm aber trotzdem nicht helfen, zumal hinten schon welche draufschießen. Das heißt, dieser Angriff ist schon mal viel geschlagen, das hat Lord Freezer gut gemacht, muss man sagen. Allerdings, wie gesagt, nur defensiv bleiben wird es dann halt trotzdem nicht bringen. So, unten, die sind auf defensiv gestellt, gehen gegen die Waage, hat auch Stachelschwein-Formation. Ja, die Waage sind hin. Jetzt geht's an den Creep, also an den Bau. Und dann ja, macht er den Lord Freezer zur Sau. Natürlich muss er sich erst beweisen, aber das hat sich so schön gereimt. So, okay. Wir gucken weiter. Hier oben wird
weiter ausgebaut. Das ist sehr schön. Hier unten wird das Gebäude eingerissen. Das ist auch sehr schön. Hier wird weiter aufgebaut. Das ist ebenfalls sehr schön. Hier wird ein Rohstoff produziert. Das ist auch sehr schön. So, das mache ich jetzt die ganze Folge über. Ja, das ganze Match über wird jetzt nur sehr schöne Sachen gesagt. Ja, man muss ja positiv denken. Nee, okay. Lord Freezer, wie üblich defensiv, hat aber auch angefangen, hier einen Creep zu jagen. Und macht das auch durchaus nicht schlecht. Er hat die zwei Waage platt gemacht, holt sich diesen. Das ist der Spiegel-Creep, Creep zu denen, in die sich FaZe Clan geholt hat. Der, ja, traut sich scheinbar noch nicht ganz so an den Troll ran. Die hier, die trauen sich an den Troll ran. Normalerweise müssten es die Turmwachen locker gegen den Troll schaffen. Muss man so sagen, wie es ist. Allerdings mit Verstärkung natürlich immer ein bisschen besser. So. Okay. Turmwachen, Stachelschwein und Verteidigung. Die hier vermutlich Angriff gleich. Nein, kein Angriff. Na, ja, nichtsdestotrotz. Ja, müsste auf Angriff setzen. Dann würde das noch effektiver laufen. So. Dass die halt wirklich den Schaden raussehen, hauen den, die Dinge nicht machen. Die Turmwachen. So. So. Die stehen immer wieder auf, schön, die Einheiten. Platt gemacht werden sie demzufolge nicht. War ja auch nicht zu erwarten. Ja, mittlerweile, jetzt fallen mal ein paar um. Aber geringe Verluste. Ne? War auch abzusehen. So, die gehen mittlerweile das Gebäude sich holen, während hier hinten dieselbe Strategie wahrscheinlich nochmal vorgetragen wird. Freezer baut mittlerweile seine Armee aus, hat auch ein bisschen was da. Aber jetzt geht es erstmal an die Festung. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schlau ist. Er macht das immer schön, es ist immer toll zu sehen, dass auch mal die Festung ausgebaut wird. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das direkt jetzt schon so schlau ist, die Punkte jetzt in Türme reinzustecken, die gar nicht schießen werden. Zumindest nicht gleich. Die Rohstoffe hätte er besser verbrauchen können. Hätte Fahrradkette natürlich, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. So, hier unten wird auch gegen den Troll vorgegangen. Dummerweise ist der Troll schon weg. Ah, Freezer merkt, zieht sich zurück. Ist in dem Fall auch die richtige Strategie, denn er hat Notturmwachen. Die werden hier von den Bogenschützen weggehauen, wie nichts Gutes. So, hier wird auch geguckt, ob die Waage noch da sind, aber auch die sind schon weg. Zwei Creeps gibt es noch, die Waage in der Mitte. Dass die noch nicht gefallen sind, wundert mich tatsächlich. Nun gut, es ist, wie es ist. Genau, schießt hier unten, trainiert fein. Hier wird ausgebaut, das heißt, demnächst gibt es Waldläufer oder gar auch Feuerpfeile. Während ich hier hinten natürlich noch keine dafür notwendige Schmiede sehe. Von den, auch vom Ausbau her, 650... 500, ja, Lord Ösi liegt zurück, auch in der Rohstoffproduktion. Umso fataler eben diese beiden. Da wäre es vielleicht wirklich gut gewesen, stattdessen, ja, und wenn es wenigstens die Schmiede gewesen wäre, dass er davor gearbeitet hätte. Er hätte es nicht geschafft, die Bogenschützen auszustatten, bevor es weitergeht, bezweifle ich doch ganz stark. Aber, ja, er hätte es zumindest schon mal angefangen. Auch hier wieder das Übliche, gerade am Anfang halt, und wie gesagt, das ist ein älteres Spiel, Lord Freezer sehr defensiv, mittlerweile ist er teilweise schon ein bisschen besser geworden, na, aber wie gesagt, immer noch sehr defensiv und da müsste immer noch das ein oder andere dagegen unternommen werden. Ja, FaZe Clan baut sich immer weiter aus, geht jetzt eben auch gegen die Creeps vor, die noch stehen, einmal hier mit dem Eomer. Einmal hier mit den Turmwachen und Theoden ist das. Natürlich gar nicht so schlecht, die Helden auch mit zum Creepen mit zu benutzen. Das gibt ja nicht nur Rohstoffe, sondern Level die auch. Hier die Bogenschützen, die Elbenkrieger sind auch nicht schlecht. Davon hat der FaZe Clan jetzt mittlerweile beide Gebäude sich erobert. Das wiederum bedeutet, er hat zwei zusätzliche Produktionsgebäude, wenn er denn nicht mehr weiß, worum mit seinen Rohstoffen hin soll. Noch sehe ich das nicht so, dass das jetzt so großartig wird. Vermutlich, guck mal, er baut sogar einen dritten Baumeister. Und wenn er sonst nichts zu tun hat, dann kann er auch noch auf einen Aragorn oder einen Gandalf sparen. So. Aber nichtsdestotrotz, die sind ja nicht schlecht, ne? Die darf man nicht unterschätzen. Diese Elbenkrieger, die kann man auch ausrüsten. Heißt im Klartext, dass auch das wieder extrem gut ist.
Jetzt zieht er Eomer ab. Da weiß ich nicht, ob das jetzt wieder sinnvoll war, weil ich weiß jetzt nicht, wo er hin. Ah, da zieht er hin. Hier hinten, ein Elrond. Okay. Gleich kommt ein Speerwurf. Ne, es kommt kein Speerwurf. Der Warg folgt ihm tatsächlich, weil er eben nicht mehr an die Gebäuderuine gebunden ist. Hat er den Speerwurf jetzt gemacht, ohne dass ich gesehen habe? Hat den Speerwurf gemacht, ohne dass ich gesehen habe. Okay. Theodin hat ein bisschen gelevelt, hat er mit Führerschaft. Das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so effektiv. Hier ist auch eine Führerschaft am Start. Allerdings kann er ja den Eomer locker leicht ein bisschen zurückziehen. Ah, das wird, wenn er die Strategie so beibehält, durchaus eng werden für Elrond. Das hat mittlerweile auch Lothfreezer begriffen, zieht ihn ab. Zumal hier unten sowieso ein Angriff kommt. Mit Boromir am Start, der noch Stufe 1 ist, das heißt, der kann noch nicht rumtröten. Allerdings mit einem, naja, Führerschaftsboni mit einem Schlachtruf. So. Wer ist es? Theodin, der reitet hier durch, der gibt zusätzlich nochmal Führerschaft. Elrond rückt entsprechend wieder vor. Na, Theodin muss aufpassen, dass er nicht in die Lanze. Achso, das sind ja die Lanzenträger von Phasex, das ist okay. Hier hinten, Eomer, muss ich ein bisschen hochheilen. Hat scheinbar noch kein Heilgebäude, auch keine Häuser der Heilung. Nein, das heißt, das muss entweder noch kommen. Oder er muss halt ein bisschen Zeit vergessen lassen. Jetzt hat er den Theodin ein bisschen außer Acht gelassen. Dieser konnte dadurch abgeschlachtet werden. Oh, das klingt jetzt. Das klingt jetzt. Das klang jetzt. Nach wem klang das jetzt? Ah, der nächste Held gefallen. Das ist ungünstig. Ah, Phasex. Wie gesagt, das Spiel ist älter. Alle haben dazugelernt. Auch Phasex und auch Lothfreezer. Entsprechend sieht man da halt schon eine gewisse Lernkurve zwischen älteren und neueren Spielen. Und naja, das ist... Ja, wenn das nicht ein Vorteil war, dann weiß ich auch nicht mehr. So, irgendwas war jetzt gerade. Ich weiß nicht mehr was. Aber ich glaube, Lothfreezers Elrond hat es trotzdem erwischt. Den sehe ich auch nicht mehr. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Mittlerweile mit Feuerpfeilen am Start. Das heißt, hier kann er auch durchaus schon was reißen, der Phasex. Der hat aber auch verdächtig wenig Einheiten. Obwohl er halt Rohstoffe noch und nöcher hat. Aber er wird wahrscheinlich stark wieder für die Helden sparen. Mindestens die zurückholen, die er hat. Und vielleicht auch noch mehr. Ich meine, er kann sich gegen den Lothfreezer durchaus leisten. Der ist ja eher defensiv. Da ist wieder jemand rausgerutscht. Theodin ist zurück. Aber wie gesagt, das waren halt... Da ist er. Gandalf. Das waren halt Rohstoffe, die nicht nötig waren zu verlieren. Und nicht nur Gandalf. Wir haben hier noch Dinge. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Fähigkeit hier, die so rausschubst. Weil Boromir direkt danach gerutscht kam. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt kommt da auch wieder was rausgeschossen. Okay, Pferdchen, sehr gut. Das sehen aus wie direkt Rohirrim, jawohl. Die natürlich auch durchaus gegen Lanzenträger eine Chance haben, wenn sie von Weitem kämpfen. Wir werden sehen. Hier hingegen haben wir Feuerpfeile, die ebenfalls bereits am Start sind, haben wir ja auch schon gesehen. Sonst aber nichts. Vermutlich. Ah, Häuser der Heilung. Jetzt kann hier auch ein bisschen rumgeheilt werden. Damit wird das wohl nach und nach werden. Gucken wir mal. Hier rückt. Ein weiterer Baumeister vor. Wir sehen mal auf die Rohstoffproduktion. Phasex hat, ja, hat volle Produktion, logischerweise. Er hat niedrig Rohstoffe. Er produziert halt immer weiter. Während das hier genau andersrum aussieht. Es reicht eben nicht, hier einfach zu warten, Lothfreezer. Ja, jetzt wird eine Schmiede gebaut, aber tatsächlich wäre es vielleicht noch günstig, noch ein zusätzliches Gebäude mit hinzubauen. Vielleicht noch einen zusätzlichen Baumeister und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist ein älteres Spiel. Lothfreezer hat auch sehr viel dazugelernt. Dennoch ist das hier halt auffällig, wenn man sieht, okay, Phasex spart wieder ein bisschen, aber wahrscheinlich auf den Helden. Lothfreezer kann durchaus auch sein, dass er auch auf den Helden spart, aber ehrlich gesagt, selbst wenn er den Elrond zurückholt, der hat zwar ein bisschen was gebracht, aber besser wäre es halt wirklich, wenn er eine fette Armee erstmal hinstellt. Die Elben können viel, oder die Helden können viel reißen, aber wenn die von 1, 2, 3... ja, allein von drei Seiten einfach nur beschossen werden und dann noch ein zusätzlicher anderer Held mit drin ist, dann bringt das in der Form nichts. So. Hier unten, Pferdchen, Kaserne wird vollkommen außer Acht gelassen. Da geht Phasex gerade gar nicht drauf.
Im Notfall könnt ihr auch hier die rausholen. Die haben ja Nahkampf und Fernkampf. Sind nicht ganz so stark, glaube ich, wie normale Einheiten für das Einzelne. Sind aber doch durchaus mächtig und durchaus zu gebrauchen. Ja, nichtsdestotrotz ein langwieriges Spiel. Hier vorne mittlerweile eine vorgeschobene Basis, wo er seine Einheiten hinschicken könnte zum Heilen. Hätte auch machen sollen, denn jetzt sieht der Lord Freezer, was denn unser Phase-X so am Start hat. Baut aus. Hat mittlerweile sogar es weit genug geschafft, um die Silberdornpfeile zu machen. Das hätte viel eher kommen müssen. Dann, und nicht nur defensiv rumstehen. Nur in der Basis stehen, wie gesagt, damit gewinnt man keinen Blumentopf. So. Werden immer mehr Einheiten gegen die Silberdornpfeile natürlich mit Bogenschützen vorzugehen. Ja, nicht uneffektiv. Marktplatz mittlerweile, natürlich auch dieser ist ebenfalls durchaus nicht uneffektiv. Ja, erst einmal wird sich um den Creep gekümmert, der Warcord, der tatsächlich immer noch alleine rumsteht. So. Aber ja, das wird es jetzt auch für die Waage gewesen sein. Nur die Feuerpfeile momentan. Hier noch keine Schmiede für irgendwas anderes. Das heißt, die Ausrüstung ist noch nicht perfekt. Da könnte man noch was reißen, wenn man das will. Ob man es muss, ist eine andere Frage. Das kommt halt immer darauf an, wie die Sache hier aussieht mittlerweile. Silberdornpfeile am Start. Wird hier denn wenigstens weiter... ich meine, er hat das Geld, ne? Er hat das Geld, um auch weiter hier auszustatten. Oder er sollte es haben. Er hat es locker. Er könnte sich fast eine neue Festung bauen. Da muss man echt sagen, ja... Wie gesagt, ist ein älteres Spiel, ich erwähne es gerne und oft genug wieder, wenn ich solche Kritik mache. Da gab es eine Lernkurve, aber muss natürlich auch genutzt werden. Beziehungsweise beim älteren Spiel ist halt schwierig. Nichtsdestotrotz sind das halt wirklich so einfache Einheiten oder einfache Dinge, die muss man eigentlich schon hinkriegen. Jetzt kommt aber tatsächlich mal was ich überraschend finde. Ein Vorstoß von Lord Freezer. Und ich sag's mal so... er hat ja, okay, ja, den Bogenschützen hier reingezogen. Wird also definitiv nicht funktionieren. So. Ich weiß übrigens, dass viele, auch meiner Mitmoderatoren, keine Freunde der Türme sind. In manchen Gefechten oder in manchen Dingen sind die aber durchaus hilfreich. Vor allem, wenn man halt wirklich Einheiten, hier in dem Fall sogar zwei, drin rein positionieren kann. Diese Bogenschützen da drin, die können rausballern wie nichts Gutes, können auf Dingen stehen. Solange der Turm nicht eingegriffen wird, sind die vollkommen geschützt. Das muss man erstmal hinkriegen. So. Elrond gefallen. War eigentlich relativ klar. Mittlerweile hier hinten auch. Welche Fähigkeit war das? Ah, Katapultfähigkeit. Okay. Die habe ich gerade im Schirm gehabt. Hier unten muss dann irgendwo, ja, die Waffenschmiede stehen. Ja, damit ist die Messe natürlich gelesen. So, das ist gefallen. Das wird fallen. Das Endding hier hinten, naja, nützt jetzt nicht wirklich. Fällt eh. Im Prinzip nur noch die Schmiede und dann müsste es fast schon gewesen sein, dadurch, dass nicht wirklich eine weitere Ausbreitung kam. Hier hinten wird nochmal ein kleiner Ausbauversuch gemacht, aber er wird sich nicht über die Zeit retten können oder er könnte sich nicht über Zeit retten. Wie gesagt, das Spiel wurde noch in der, im Gesichtspunkt, ja, ich brauche Punkte gespielt oder beziehungsweise ich möchte Punkte sammeln. Deswegen, wie gesagt, ist durchaus möglich, dass auch dieses Spiel, obwohl es keine Punkte dafür gibt, versucht wird, eben über die Zeit zu retten. So, hier hinten wird jetzt draufgeballert. Die Schmiede fehlt halt noch, ne? Die, manchmal ist es so, bei manchen Spielen, dass die nicht mitzählt, aber ja, in dem Fall hier auch. Aber oft genug sollte man die auf jeden Fall mit weghauen, weil sich das sonst ein bisschen, naja, verzögern kann, weil manchmal die Schmiede blöderweise doch irgendwie als Gebäude zählt. Ist manchmal ein bisschen komisch. Naja, gut, bei den Zwergen, dass sie damit dazu zählt, brauchen wir ja nicht drüber reden, weil da ja auch Einheiten rauskommen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, auf jeden Fall, ihr seht die aktuelle Tabelle nochmal eingeblendet, da hat sich natürlich nichts geändert. ASX hat keine Punkte bekommen der Lord Freezer hat auch keine neue Niederlage auf die Liste bekommen. Es hätte 3 Punkte für FaceX gegeben, aber hätte Fahrradkette. Durch einen dummen Fehler, er hat halt vergessen oder hatte halt übersehen, dass
im Urlaub die Spiele vorproduziert werden müssen, dass das kein legitimer Grund ist, ein Spiel zu unterbrechen. Ich erinnere nochmal daran, warum das so ist. Es kann natürlich immer mal vorkommen, dass irgendwas Unvorhersehbares ist. Deswegen gibt es auch die Regel, wie zum Beispiel bei Bockwurst momentan, der ja einfach Probleme mit Game Ranger hatte und die nicht lösen konnte, weshalb das eine Spiel verzögert kam. Ein paar andere auch, aber die sind mittlerweile nachgeholt und eins davon war eben dieses in dieser Runde gegen Tallinn. Sowas kann immer vorkommen. Oder Krankheit. Oder was weiß ich denn was. Es gibt genug Gründe, die ich gelten lassen würde, die einfach nicht mit drinstehen, wenn es unvorhergesehen ist. Und das ist das Wichtige. Es muss ein Punkt sein, der nicht vorhersehbar war. Urlaub gehört da definitiv nicht dazu. Ich weiß, wann ich Urlaub habe. Ich weiß, dass ich vorproduzieren muss. Ich würde es sogar gelten lassen, wenn davor gesagt wird, hier, ich hoffe, ich muss die Spiele machen im Urlaub und der andere dann sagt, oh nee, da bin ich gerade im Urlaub, das geht nicht. Oder aber, ich kann da nicht. In dem Fall würde ich das Spiel auch verschieben lassen. Wäre möglich. Wenn es nicht möglich ist, wenn beide das hinbekommen. Aber wie gesagt, es wird halt schwierig, wenn es anders ist. Ich weiß ja auch quasi, wenn beide keine Lust haben, habe ich es ja so reingeschrieben, würde ich auch für beide Strafpunkte bekommen oder Strafpunkte eintragen. Allerdings, wie gesagt, keine Lust heißt nicht, wenn man keine Zeit hat. Ne? So, okay. Beim nächsten Mal, egal wer teilnimmt, ich werde wahrscheinlich auch den FaZe X wieder, wenn er denn wünscht, zum Turnier zulassen. Normalerweise würde das heißen, er würde disqualifiziert. Ich werde da aber mal ein Auge zudrücken. Es sei denn natürlich, es kommt noch jemand anderes dazu, den ich dann definitiv disqualifizieren muss, weil er wirklich keine Lust mehr hat. Ich glaube, das wird langsam unwahrscheinlich. Aber möglich ist es natürlich immer noch. In dem Fall muss ich natürlich mit einem Maß messen, nicht mit zweierlei. Und dann würde ich halt beide disqualifizieren. Punkt. Solange das nicht der Fall ist, FaZe X hat sich gut geschlagen, hat immer gut mitgemacht, gab hier und da ein paar Problemchen, die konnten wir immer alle lösen. Es ist halt schade, dass er halt dann auf einmal gesagt hat, jo, okay, ich bin in Urlaub, hat aber nicht dran gedacht, dass er da produzieren muss. Warum das so ist? Ja, ihr seht's ja. Eben genau deswegen. Dieses Projekt läuft vorrangig auf YouTube. Die Spiele werden zwar über meinen Discord gespielt, da sieht man die Tabelle, da guck's, aber wie gesagt, die Unterhaltung, die Spiele zu sehen und wie gesagt, das Matchup läuft natürlich vorrangig auf YouTube, auf meinem Kanal sowie auf den anderen. Deswegen ist es halt immer ungünstig, wenn irgendwo irgendwas auf einmal ausfällt, weil irgendeiner nicht hinterherkam. Deswegen bin ich auch da so hart hinterher und werde es auch weiterhin sein, denn diese Spiele werden auch weiterhin auf YouTube gezeigt werden und auch weiterhin werden diese Spiele so bewertet werden. Und das ist eben auch der Grund, warum dieses Spiel hier, Lord Freezer vs. FaZe X, trotz dass es aus der Wertung gefallen ist, immer noch gezeigt wurde, damit ihr was zu sehen habt, damit ich was auf dem Kanal habe oder eben die anderen, wenn es denn bei den anderen gewesen wäre, zufälligerweise, eben genau deswegen. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ihr wisst genau, was ich meine. Und beim nächsten Mal, wenn FaZe X gerade hier zuhört, hallo, dann einfach mal drauf achten. Ein bisschen vorproduzieren. Zumal das schon in der Rückrunde war. Das heißt, es wäre eigentlich kein Problem gewesen, zu sagen, jo, okay, ich mache in der Zeit, werde ich wahrscheinlich Urlaub machen oder ich weiß es schon. Das heißt, ich mache sämtliche Spiele, die ich da in der Zeit habe, schon mal mit vor. Ich verstehe auch die Taktik zu sagen, wie es zum Beispiel Bockwurst gemacht hat. Nee, ich würde das lieber gerne nacheinander, denn gerade wenn man, ich beachte die Lernkurve, man wird selbst besser. Das heißt natürlich nicht, dass der Gegner nicht auch besser wird, aber man wird selbst besser und kann dadurch durchaus ein bisschen mehr reißen. Aber ja, wie gesagt, vorproduzieren, A und O, da wo es geht. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns im morgigen Spiel wieder. Nicht wir, sondern Schiffi. Auf Schiffis Kanal seht ihr Geomongo vs. Power Kartoffel. Wird auch ein sehr starkes Spiel und sehr spannendes Spiel. Geomongo auf Platz 5 mit 35 Punkten. Power Kartoffel mit Antias gemeinsam auf Platz 6 mit 33 Punkten. Ja, das heißt, es könnte tatsächlich hier dazu kommen, dass sich die Kartoffel vor den Geo schiebt. Es könnte allerdings auch genauso gut sein, dass sich Geo ein bisschen an Sturmrad ranarbeitet. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.